Wir haben Freitag, den 9.3.2018, es ist 5:31 Uhr morgens und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 1040 Abonnenten und 181.000 Klicks, liebe Leute, ja. Eine sehr, sehr ernste Sendung steht uns bevor. Sie könnte das Game changen, so um es mit so, ja, JBG-Jargon auszudrücken, ja. Es ist kritisch, liebe Leute. Es ist sehr, sehr kritisch, ja. Und es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es anfangen soll. Es könnte ein Skandal von weltübergreifenden Ausmaße annehmen nach dieser Folge, ja. Könnte wirklich ein Shitstorm aufkommen, ja, an dem ich mich nicht beteiligen möchte, aber ich werde auch mehr oder weniger gezwungen, diese Folge zu machen. Ja, es ist nämlich so, dass wir am Freitag, ja, und es ist eigentlich nicht meine, es liegt gar nicht in meiner Natur, es ist nicht meine Intention, ja, um jetzt so ein Fremdwort zu benutzen, ja, jemanden zu schaden, ja, oder ein, ich weiß nicht, ein einer Person, ja, einem Unternehmen, einem Weltunternehmen zu schaden, ja. Aber ich bekomme ständig Nachrichten von einer Person, ja, die gehört einem Verein an und die machen ziemlich krassen Druck bei mir, ja. Ich weiß nicht, er hat sich nicht bei mir vorgestellt, wie er heißt. Ich weiß nur, also sein Vorname fängt mit I an, ja, dann ist immer Punkt, ja. Dann steht da so Luminati oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Igor Luminati, Ivan Luminati, Ingo Luminati. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, das ist anscheinend sein Name oder sein Verein oder sowas. Und der macht Druck bei mir. Der sagt, du musst es sagen oder wir sagen Dinge über dich. Und so, ich will es nicht, dass die Dinge über mich sagen. Und ja, deswegen muss ich das jetzt machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, Weltunternehmen. Ja, aber ja, das. Mir sind die Hände gebunden, ja, ich muss das jetzt diesen Skandal in die Welt hinaustragen und es wird auch so, ja. Merkt euch meine Leute, merkt euch meine Worte, dass diese Sendung, ja, die wird vielleicht, ja, Bildzeitung, ja, Tagesschau, ja, CCN, BBN, wie die alle heißen. Es das heißt nicht CCN oder NBC. NBC wollte ich sagen, ja. N24. Es wird auf der ganzen Welt, wird diese Folge übertragen werden. Ich sollte eigentlich besser aufpassen, was ich sage. Und ich hätte mir meine Haare kämmen sollen. Verdammte Scheiße. Egal. Es ist ernst, liebe Leute. Ja, und zwar wurde mir folgendes Bildmaterial zugespielt, ja. Und zwar entdeckt bei einem, erstmal bei einem deutschen Sprechgesangsartisten, noch bekannt als Gangster-Rapper, ja. Wer ist es erstmal egal, ja. Es geht auch nicht um diese Person selber. Die ist völlig irrelevant bei dieser Top-Story hier, ja. Aber diese Person trägt etwas, ja. Trägt, ja, Kleidung einer bestimmten Marke. Oh, sage ich euch, was auf dieser Marke drauf ist, also was anscheinend, ja, niemand auf der Welt, wirklich, um es mit einer Fremdsprache zu sagen, recognized hat, ja, so, erkannt hat, er mitbekommen hat. Wie kann das sein? Wie kann das eigentlich sein? Ich habe was im Auge, verdammt. Es ist ein Skandal, sage ich euch, ja, also wurde mir gesagt, ich werde ja gezwungen, das zu sagen, ja, es ist ganz schlimm, ja. Und zwar hat mich dieses Bild von dem Material, das mir zugespielt wurde, wurde mir dann auch weiter, habe ich gesagt, ja, das ist bestimmt ein Fake, das kann gar nicht sein. Dann wurde mir halt, ja, weiteres Material zugänglich gemacht auf der offiziellen Seite dieser Marke, ja. Es ist gar nicht zum Lachen. Warum lache ich, Idiot, eigentlich, ja? Ja, und es ist offizielles Material auf der Seite. Das kann jeder von euch selbst nachvollziehen und nachverfolgen. Ich werde euch sogar den Link selber posten unter dieses Video. Mache jetzt aber in dem Sinne, also ich möchte jetzt keine Werbung für den machen, so, ja. Aber in Zeiten, ja, wo ein, was war das? Ein Rassismus-Skandal bei H&M. Also ich habe das ja schon, ich habe das ja erst mitbekommen, weil ich lebe ja hinterm Mond. Ich habe das ja erst mitbekommen, als es schon vorbei war, quasi, ja. Aber das schien ja irgendwie über Nacht durch die Welt zu gehen, ja. Mit dem Jungen, der dieses T-Shirt mit Monkey irgendwas im Dschungel anhatte und das ist ja dann explodiert und es ist ja auch, ja, es ist ja auch irgendwie, ja, fragwürdig, was da überhaupt passiert ist alles. Also
nicht fragwürdig im Sinne von, ob das, es war einfach, ja, hätte man einfach ein bisschen, ja, nachdenken müssen als H&M. Oder ich möchte jetzt niemanden irgendwie was, aber das war schon blöd gelaufen, ja, aber andere Geschichte, ja. Aber das ist ja, die ganze Welt explodiert, ja. P. Diddy hat dem armen Jungen eine Million angeboten dann für irgendwie Modeljob, ja. P. Diddy, ja. Was jetzt passiert, ja, was jetzt hier Sache ist, ja. Ich bin schon mit der Hälfte zufrieden, ja, für Modeljob, ja. Ohne Witz, ja. Alle anderen, Jay-Z und Baby Allah heißt auch, ja. Gut, spannen wir euch nicht lange auf die Folter, ja. Das ist nämlich ein Skandal, ja. Also, ich weiß es nicht, wie man das mit anderen Worten ausdrücken soll, ja. Wie kann es sein, dass ein Weltunternehmen, ja, die Nummer 1 in Sachen Sportbekleidung, ja, glaube ich, ja, ist doch Nike. Es geht um Nike, ja, ist es nicht die griechische Göttin des Sieges, Nike, ja, Nike, ganz Schnieke, ja, die Nike, Nike, ja, ist ja ein, ja, wie gesagt, die Nummer 1 in Sportbekleidung, ja, es ist ja, was das für ein Unternehmen ist, ja, die eigentlich tun die doch gute Sachen, ja, fördern die Jugend, ja, so, Sorgen, ich meine, unsere Jugend hier in Deutschland, gucken wir uns die mal an, ja, alles Trottel und Versager, ja, alles dumme Kinder, ja, Schule, was für Schule, nur noch Handy, Instagram, Social Network, alles Internet, ja, und Nike, was macht Nike, die gehen in Regionen dieser Welt, ja, wo man die Kinder noch fernhalten kann und retten kann von dieser digitalisierten Verblödung, ja, und sorgen dafür, dass sie nicht dazu kommen, ja, geben ihnen Aufgaben, ja, so, was zu tun, ja, naja, das ist ja, also, das ist eine andere Geschichte. Ist ja jetzt nicht kein Geheimnis, ja, das weiß ja jeder. Aber gut, kann ja jeder selbst für sich entscheiden, ja. Worauf ich eigentlich hinaus will, liebe Leute, ja. Jetzt wurde, wie gesagt, ja, Material zugespielt, ja. Ich mach mal Stopp, ich weiß nämlich nicht, wie lange ich laber. Das ist jetzt zu prekär, ja. Nicht, dass Nike jetzt irgendwie per Fernzündung hier meine Kamera ausmacht. Moment. Läuft es wieder, ja, es ist, liebe Leute, ja, es könnte auch sein, dass nach dieser Folge mein Leben in Gefahr ist, denn ein Weltkonzern wie Nike, ja, für die ist es so, ja, so, Profikiller zu engagieren, die Probleme, unangenehme Menschen, die unangenehme Fragen stellen oder unangenehme Beiträge über das Unternehmen, es ist gang und gäbe, wir müssen nicht um den heißen Brei rumreden, ja, es ist, wo viel Geld ist, ja, wo viel Macht ist, da werden Probleme so gelöst, ja, entweder können, ja, jetzt ist eigentlich schon zu spät, ich Idiot, ich habe jetzt eigentlich schon angefangen mit dem Thema, ich wollte eigentlich jetzt sagen, die können mir Schweigegeld geben, aber jetzt, oder ich mache erstmal das Video, schick's erstmal an Nike, bevor ich das öffentlich mache, ja, das überlege ich mir jetzt noch, ja, aber nichtsdestotrotz, ja, wurde mir Material hier zugespielt von diesem Unternehmen Nike, ja, wie gesagt, das könnt ihr alle selbst begutachten, auf der offiziellen Seite von Nike, ja, also was sie da so verkaufen, und da sehe ich, gerade vor mir hier, zwei Bilder habe ich mir jetzt rauskopiert aus dieser Seite, ja, ich werde euch diese Bilder auch hier irgendwo ins Video, da, ich weiß nicht, irgendwo werde ich sie einfügen, ja, und da könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, aber, wie gesagt, also jetzt, sagen wir mal so, ihr seht jetzt das Bild, ja, es wird jetzt hier irgendwo eingeblendet, ja. Guckt es euch an, ja, ich gucke es mir nämlich auch gerade an, ja. Fällt euch denn nichts auf, so, jetzt, wenn ihr dieses, warte mal, ich habe zwei Bilder hier. Welches mache ich denn zuerst? Ja, ist ja egal, ich mache einfach beide nebeneinander, so. Boah. Fällt euch denn nichts auf bei diesen Motiven, ja? Es ist ein wunderschöner Mann, anscheinend asiatischer Herkunft, no homo, ja, macht bestimmt einen sehr tollen Modeljob und sowas, ja? Aber betrachten wir mal, vergessen wir mal die Schuhe, vergessen wir mal das Nike-Logo, das ist ja alles hier, also sagen wir mal so, vergessen wir mal das Nike-Logo und den Nike-Schriftzug, ja? Konzentrieren wir uns so ein wenig mehr auf dieses blau-weiß-rote Muster an der Schulter oder an der Hose entlang, ja? Und es ist ja ein N, wird wahrscheinlich für Nike stehen und nicht für, ich weiß nicht, Nadine, ja, oder Norbert, keine Ahnung, für was ist es sonst, ja. Und diese roten Streifen sind auch erstmal egal. Und ja, das ist ja erstmal so, ja, interessant, sagen wir es mal so. Aber wenn wir jetzt, also genauer in dieses Kuddelmuddel der Ns da hineinblicken, ja, möchte mir jetzt nicht einer irgendwie sagen, dass er irgendwas sieht, ja. Ein Zeichen, ein Symbol, vielleicht sogar eine versteckte Botschaft, ja? So, braucht ihr noch einen Moment? Oder kommt ihr von selbst drauf, was das, also,
eine sehr, sehr, sehr starke Ähnlichkeit, wenn man ein bisschen zwischen den, tatsächlich zwischen den Zeilen, ja, da guckt, ja. Und das Ding ist, das Interessante daran ist, es ist nicht nur einmal zu finden, ja, es ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 Mal alleine auf der einen Seite von der Hose. Also ihr könnt davon ausgehen, das ganze Ding verkörpert dieses Symbol bestimmt 200 Mal, ja. Worauf ich hinaus will, ja, falls ihr immer noch nicht drauf kommt, ja. Ja, es gibt ja so, es gab ja mal ein sehr, ja, ein, sagen wir mal so, ein Symbol, das ja die Weltgeschichte mitgeprägt hat, in einem sehr, sehr negativen und schlechten Zusammenhang. Eigentlich eins der miesesten, ekelhaftesten, schlimmsten, traurigsten Symbole aller Zeiten, und zwar ein Hakenkreuz, liebe Leute. Ja. Wollt ihr mir sagen, ihr seht kein Hakenkreuz bei dieser Anordnung der Nikes, der Ents? Also, tut mir leid, ja. Man kann ja viel ausprobieren und man kann viel für Kunst und Design sprechen und sowas, ja. Aber man kann nicht leugnen, dass man nicht konkret die Form eines Hakenkreuzes hiermit zigfach dupliziert hat und es auf offizielle Trainingsanzüge drauf geklatscht hat und ja, die verkauft. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich möchte natürlich niemanden bösen Willen dabei unterstellen oder eine Ideologie, die man nach außen tragen möchte oder was weiß ich, ja. Das, so weit möchte ich nicht gehen. Ich bin aber auch nicht mit so vielen Informationen bewandert, dass ich es ausschließen könnte, ja. Also ich kann euch nur sagen, was Material mir zugespielt wurde, ja. Und ich werde quasi gezwungen, es hier zu präsentieren. Und ja, finde es schon äußerst fragwürdig und bedenklich, ja, was Nike da praktiziert. Vielleicht sollten wir da mal nachfragen, ja, was das denn eigentlich soll. Denn das Symbol, ja, also es ist nicht so, als würde heutzutage mit dem Symbol, es ist, sagen wir es mal so, es ist immer noch und wird auch für alle Zeit ein Symbol bleiben, das niemand sehen möchte, sehen sollen, wollen, sollte, müsste, ja. Darf, verdammte Scheiße, das ist einfach ein Symbol, das gehört weg, weg, ja, einfach ausgelöscht, dieses Symbol, das ist einfach Schmutz, Schmutz, ja, dunkelste Kapitel der Menschheit, und das darf nicht sein, dass man, das Symbol ist sowieso auch verboten, ja, aber das, anscheinend kann man ja tricksen, ja, gewollt oder nicht gewollt, ja, und ich weiß ja nicht, aber mir kann keiner erzählen, dass in so einem riesigen Konzern wie Nike es ist, ja, wie gesagt, es ist die Nummer 1 weltweit, ja, was Sportbekleidung angeht. Und generell Bekleidung ist ja auch krass. Und das ist, also, ist eine der krassesten Firmenunternehmen der Welt. Ein Konzern, ja. Mir kann keiner sagen, dass bei dem Design dieses Jogginganzuges oder was das auch sein soll, ja, keiner von diesen Superköpfen dahinter gesagt haben könnte, ey, das könnte doch, also das sieht ja schon vielleicht ein bisschen so aus wie ein Hakenkreuz. Ja, und ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass die gesagt haben, ja, das könnte sein, aber das Ganze jetzt ändern? Nein, wir machen das. Und dann sagt der eine, warum? Und dann sagen die, ja, Nike, ja, just do it. Wird schon alles gut gehen. Just do it, ja. Einfach just do it, ja. Dieses just do it, das bekommt hier eine ganz andere Bedeutung, ja. So. Ich möchte jetzt nichts hier, wirklich. Aber es gab ja auch Sprüche in gewissen, ja, Einrichtungen, ja, die halt auch ganz, ganz schlimme, traurige, ja, wo halt vieles, also ganz, ganz schlimme, ja, da gab es ja auch Sprüche, ja, die man so vor den Eingang, ja. Möchte ja nichts unterstellen, ja. Just do it, ja. Ist ja in dem Zusammenhang, ja, das ist ganz, 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 ganz unterste Schublade, Nike, ja. Und ich finde, man muss das ansprechen, ja. Also, ich werde ja gezwungen, das zu sagen, ja. Aber ich persönlich, je mehr ich darüber nachdenke, umso wichtiger ist es eigentlich, sowas hier anzusprechen. Und ich hoffe wirklich sehr, ja, dass das hier in die Welt hinausgetragen wird und auch andere Menschen
sowas sehen, ja, und den Mund aufmachen und sagen, hey, nein, was soll das eigentlich, ja, wie kann das sein, wie kann das sein, ja, ist ja nicht so, als würdest du, wie gesagt, genug Kinder, ja, sagen wir es mal ganz gelinde, die Zeit stehlen, ja, und sonstiges, ja, jetzt auch noch so, ja, es ist ja, also, es gibt genug, genug Menschen auf der Welt, die sich von sowas her mehr als nur gestört fühlen sollten, ja. Und ja, ich musste das jetzt einfach ansprechen, musste im Sinne von, ich wurde gezwungen und musste auch einfach, weil ich das jetzt im Endeffekt auch möchte. Und ja, was machen wir jetzt, liebe Leute, ja? Kennt einer von euch jemanden von irgendeiner Presse, ja, Zeitung, irgendwas, ja? Wir müssen das hier jetzt raus, ja? Vielleicht stürzen wir diesen Konzern, ja? Vielleicht machen wir auch was Gutes, ja? Vielleicht beenden wir, ja, die Kinder, was die da mit denen machen. Und ja, das ist ja, gibt ja andere, genug Konzerne, ja, Bulbul Family. Gibt's auch, machen gute Sachen und so. Das gecheckt, das war aber so. Aber das ist, ja, das ist ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert, ja. So, jetzt, ich habe meinen Teil getan, ja. Ich habe den Anfang gemacht, ja. Ihr müsst das Ende machen, ja. Was ihr mit dieser Information anstellen wollt, das bleibt jetzt bei euch, ja. Wir müssen dagegen vorgehen. Wir müssen. Ich habe jetzt einfach beschlossen, Nike zu stürzen, ja. Nike, du kannst, wenn du das siehst, ja, du kannst gerne dich bei mir melden und versuchen, mich umzustimmen, dass ich wieder was Positives von dir sage. Es wird nicht billig für dich werden, ja. Aber ich bin käuflich. Ich bin auf jeden Fall käuflich, ja. Wir können da gerne reden. Aber so, wenn das nicht passiert, dann ist das natürlich hier eine Katastrophe, ja. Das muss einfach gesagt werden, ja. Guckt euch an, ja. Ich poste den Link unter dem Video. Da könnt ihr direkt auf die Seite von denen gehen. Und sowas muss boykottiert werden, ja. Nike, solange ich kein Geld von euch kriege. Muss das boykottiert werden? Das wollen wir hier nicht haben, ja. Da sollten mehr als nur ein paar Köpfe rollen, ja, als metaphorisch gesprochen. Also die, die dafür verantwortlich sind und was die da und ja, Leute, Augen aufmachen bei dem Scheiß, den ihr euch da reinzieht und guckt, denkt, zwischen den Zeilen gucken, lesen, hören, schmecken, fühlen, ja. Ich bin außer mir. Ich bin wirklich außer mir. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich kann nicht schlafen jetzt, ja, wegen diesem Skandal, ja. Es ist echt eine Schande, ja. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja. Wenn, was wir jetzt aus dieser Sache hier machen. Weil, ja. H&M hat gut einstecken müssen nach dieser Scheiße, die da angestellt haben, ja. Und, ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt gespannt, ob ein kleiner Mann aus Frankfurt am Main dieses Weltunternehmen jetzt, so, ja. Ich bin gespannt. Scheiße, ich habe das gebraucht. Okay, da ist eine Nummer, ich brauche das verdammte Scheiß. Aber okay, wir werden jetzt einfach sehen, ja, wir werden das regeln. Ich wollte euch nur darüber informieren, ja, Nike, ja, you can't just do it, ja, do it what you want, ja, das ist vorbei jetzt, ja, ich kennt ihr Aaron Brockovich, ich bin jetzt Aaron Brockovich, ja, ich mache alles, wir machen eine Petition, ja, macht alles, kümmert euch darum, ich habe es hier in den Anschluss gemacht, ich bin bei allem dabei, ja, solange Nike mich nicht bezahlt, so, in diesem Sinne, krass, krass, wirklich ein Skandal, ja. Eigentlich sollten wir das hier an die. Kennt einer von euch Bild-Zeitung irgendwas? Jemand schickt das Video an die Bild-Zeitung, schickt es an RTL, schickt es an. Ich weiß nicht, wer kann es noch schicken? An Avengers, Chuck Norris, irgendjemanden, ja. Bruce Willis, schickt es irgendwo hin, das wird schon. Nike, wir müssen. Du bist selbst schuld, ja, als ob ich was damit zu tun habe. Guck nicht so, Nike, ja. Jetzt Pech. Holt, ich weiß, ihr werdet jetzt heulen. Und versucht gar nicht, als Profikiller auf mich anzusetzen. Ja, ich habe das Video jetzt. Es ist. Also, Leute, ja. Glaubt niemanden, ja. Ich mache keinen Extremsport, wo ich auf einmal einen Unfall haben kann, ja. Ich sitze eigentlich nur zu Hause in diesem Dings, in diesem Stuhl hier und mache gerade Musik und mache gar nichts, ja. Also, glaubt gar nichts, wenn ihr irgendwas hört mit so Bremsen am Versagten. Also, ich fahre gar kein Auto momentan, ja. Gar nichts mache ich, ja. Also, Nike, ja, du kannst mich nicht umbringen. Ich bin hier, sicher, ja. Vergiss es, ja. Falls doch, Allah schickt eine ganze Armee. Ja, ich kann. So, ja, bis am Arsch seid ihr alle. Jetzt, tschüss.